I see you in a lonely place. How can you be so blind? You're still regretting the love you left behind. Ah, danke, Wahnsinn. So, waren so viel Leute heute wieder da, das taugt mir so. Wirklich. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das glaubt man nicht, aber als Kabarettist, es ist nicht selbstverständlich, dass man das Publikum im Plural begrüßen darf. Es ist nicht, ich habe mal gehabt, 2001 in einem Auftritt, das werde ich nicht vergessen, in Tirol in Imst war das, da ist das Licht angegangen, vor mir ist ein Zuschauer gesessen, einer. Und bei dem hat sich herausgestellt, das ist ein Irrtum, weil er hat geglaubt, heute tritt der Dorfer auf. Dann waren dann beide Seiten enttäuscht, er und ich. Dann hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt? Da habe ich gesagt, naja, ich würde vorschlagen, wir probieren, machen wir uns einen schönen Abend. Aber der Abend ist nicht gut verlaufen, weil in der ersten Halbzeit gab es in diesem Programm eine Nummer mit Publikumsinteraktion, also wo die Zuschauer eingebunden sind ins Programm und der eine Zuschauer war angefressen, weil ich ihn drangenommen habe. Der hat gesagt, wie kommst du auf mich, hat er gesagt. Ich habe gesagt, naja, heute ist schwierig von den Alten, aber ich habe beruhigend auf ihn eingeredet. Ich habe gesagt, sie brauchen sich nicht fürchten, jetzt wird sich keiner auslachen. Ja. Aber er hat gesagt, tu das weg mit der Interaktion, ich will das nicht im Kabarett. Hab ich gesagt, nein, ich brauch's für einen Schluss. Hat er gesagt, tu einen Schluss weg. Hab ich gesagt, ja, da versäumen Sie die Zugabe. Hat er gesagt, ich glaube, ich werde keine verlangen. Hat er und da habe ich gespürt, das kann ich nicht mehr retten. Also das werde ich heute nicht mehr birgen können. Aber der war lieb, der Tiroler. Wir haben dann abgebrochen, aber der hat zu mir gesagt, kommst zu mir nach Hause und trink mal was zur Beruhigung. Und wir haben uns dann bei ihm zu Hause eine DVD vom Dorf angeschaut. Wirklich, das werde ich nie vergessen. Damals war es nicht witzig, jetzt kann ich auch schon lachen. Und das ist ja das Beruhigende im Leben, bei vielen Geschichten. Das Leben ist oft im Nachhinein witzig. Man muss nur warten im Leben, muss warten. Ja, man sagt ja, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Also, das ist schon mal eine gute Nachricht. Es hat sich überhaupt, heutzutage, alles sieht man negativ. Ne? Wir leben in so einer apokalyptischen Welt, alles ist negativ. Dabei gibt es so viele gute Nachrichten. Es gibt so viel, zum Beispiel, was mir so taugt im Moment in der Gesellschaft, alles wird gescheit, alles wird smart. Alle Geräte werden smart. Das ist doch schön. Zum Beispiel, es gibt einen neuen Kinderwagen, haben Sie den im Fernsehen gesehen? GD Premium, ein intelligenter, smarter Kinderwagen. Ich bin immer die Zielgruppe für Kinder weg. Also ich habe jetzt zwei Kinder zu Hause. Also Kinder sind ja schon schön, aber nicht nur. Also, ich habe zu meiner Frau mal gesagt, bei Kindern soll es eine Obergrenze geben. Bei Kindern redet nie wer drüber. Ich habe zu meiner Frau gesagt, zwei. Zwei ist die Ober. Jedes weitere Wink geht durch nach Deutschland. Die schaffen das. Ich nimmer. Ich schaffe keinen. Na, Kinder sind ambivalente Gefühle. Das muss man ja beim positiven Schwangerschaftstest. Und die Frau sagt, du freust dich schon als Mann. Aber gleichzeitig denkst du, oje, schon wieder 10 Uhr Laternenfest. Aber der Kinderwagen macht mich schwach, das ist genial. Der ist weiß und hast du beim Griff einen Knopf und wenn du den drückst, wird der rosa. Drückst den Knopf zweimal, wird der hellblau. Das kannst du im Nachhinein einstellen. Es gibt dann immer mehr Supertolerante auf der Welt, die sagen, mein Kind soll nach der Geburt das Geschlecht selber aussuchen. Was in der Geburt so gut ist, ist nur ein Vorschlag. Und der Kinderwagen ist sensitiv, der spürt, wenn das Kind belästigt wird von der Sonne oder noch ärger vom Verwandten. Der hat eine eingebaute Spracherkennung und hört die von einer externen Quelle die Begriffe Gulli, Gulli geht von einer Blende zu. Wirklich. Eine Schutzblende, eine Intelligenzbarriere geht so zu, ja. Und unten bleibt ein kleiner Spalt offen und dann kann die Tante bei Interesse noch Geld reinschieben. Also das haben sie sauber gelöst. Der macht zu. Bei Gulli, Gulli macht er zu und bei wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ich glaube, das Deppertste, was da. Na, wo wird er sein? Am Jakobsweg. Na, es ist. Am Anfang machst du viel mit als Kind, machst viel. Das hat unser Gehirn ja gut geregelt. Findest du nicht, dass wir uns alle an die ersten zwei Lebensjahre nicht erinnern können, damit wir die Deppen vergisst, die sie da reinbeugt haben, ja? Da hat das Gehirn gesagt, alle löschen, ohne Backup, gleich weg. Und der Kinderwagen reagiert auf moderne Bedürfnisse. Immer mehr Väter werden ja Spätvater, das ist ein neuer Trend mit 60 oder 70, die späte Vaterschaft. Und der Kinderwagen reagiert drauf. Das ist genial, der hat hinten ausklappbare Haltegriffe.
Das ist ein Kinderwagen mit integrierten Rollator. Also das ist ja Wahnsinn. Man, ich sag Ihnen, in ein paar Jahren, wenn du den Zaun klappst, der wird zur Urne. Also da hast du das Ganze. Ganze Leben abdeckt mit einem Produkt, super. Na, taugt mir, ist super, der Kinderwagen. Und, das, und die Väter werden ja wirklich immer später Vater. Die werden immer, also in Vorarlberg, haben Sie das gelesen, ist ein Mann mit 84 Vater geworden. Haben Sie das gelesen zum ersten Mal? Er hat gesagt, er wollte sich Zeit lassen, hat er gesagt. Ne? Ist sie gerade noch ausgegangen, viel Puffer nach hinten oder nicht mehr gehabt. Ich frage mich nur, ob es gescheit ist, wenn die Väter so alt sind, oder in der Praxis. Pff, beim Verstecken spielen mit dem Kind ist Zach, oder? Ich mein, da muss der Bub bis 1000 sein, damit der Papa mit dem Rollator ins nächste Zimmer flüchten kann. Also das, also, bis er ruft, ich komme, ist er in der Pubertät. Also es ist, ja, ich meine, muss man auch wollen. Ich meine, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo die Väter ihre Söhne von gehen, kannst du mal Windel borgen. Also das ist, aber alles löst die Technologie, alles wird smart, alles. Haben Sie auch einen Smart Meter schon? Haben Sie einen? Ich habe jetzt vom Verbund gekriegt einen Smart Meter. Habe ich gekriegt. In der Wohnung hängt er. Genial. Da hat mir ein Stromberater vom Verbund gesagt, das brauchen Sie ja eklig, weil das sehen Sie, wenn Sie die Lampen im Wohnzimmer einschalten, das kostet mehr Strom, als wenn Sie das ausschalten. Das ist, also, da komme ich selber nie drauf. Jetzt weiß ich es. Genial. Und der zeigt auch die Aktionen. Haben Sie gewusst, in der Nacht ist ja der Strom billiger. 40% Rabatt auf den Nachtstromtarif. Und da blinkt der Smart Meter. Ich bin um Abend um 3:30 rausgekommen, war es ganz finster, nur der Smart Meter hat blinkt. Jetzt war ich ganz nervös, aber was mache ich um 3:30 mit einem billigen Strom? Und das muss ich nutzen, muss nutzen. Ich habe dann ganz spontan die Waschmaschine eingeschalten. Einfach so. Ohne Wäsche, es war so billig. Ich bin ein echter Österreicher, ich kaufe keine Produkte, ich kaufe Rabatte. Ich habe im Halb in der Wohnung Wäsche gewaschen. Und das Schöne ist, wenn du es eine Stunde machst, dann macht man lernt von unten den Nachbarn kennen. Also, der hat sich bei mir vorgestellt. Wie heißt der Name? Bist du komplett deppert? Genau. Ein langer Name. Dürfte ein Adeliger sein, habe ich mir gedacht. Ich habe gesagt, spinnst du? Du kannst im Halb für Wäsche waschen. Das ist beim Verbund Schnäppchenstrom. Geh runter, föhne die Haare, habe ich gesagt. Ich nutze den Nachtstrom, ich nutze. So günstig. Wissen Sie noch, was ich oft mache in letzter Zeit? Nach der ZIP 2, ich reise auf den Kühlschrank auf, lasse ihn bis 4 offen. Ich schaue nur rein. Ich gönne mir das. Das kostet nichts mehr. Das sind die kleinen Malediven. Das ist schön. Überhaupt die Energiegewinnung. Das war eine Apokalypse der 80er. Wir werden keine Energiequellen mehr finden. Jetzt haben wir fast zu viel. Ständig werden neue Ideen geboren von Menschen. Zum Beispiel von Sony haben Sie gesehen, was kommt. Eine Smart Maske. Das ist genial. Haben Sie das gesehen? Da kannst du mit Schnarchen Windenergie erzeugen. Das ist ein unglaublich. Das ist ein Riesenpotenzial. Das stellen wir in Zukunft auch sehr romantisch vor. Ich liege in Zukunft im Ehebett mit der Smart Maske, schnarch dort rein und betreibe mit meiner Schnarchenergie die Nachtkastenlampe von meiner Frau, die mit meiner Schnarchenergie ihr Buch liest. Und wenn sie nicht mehr lesen, wie rempelt es mich, ich höre zum Schnarchen auf und ihre Lampe erlischt. Also das geht bei uns in Richtung Energiepartnerschaft. Also das ist, alles wird smart. Auch Zahlen. Zahlen, Bargeld ist ja nicht smart, haben Sie auch gesagt. Das ist ja dummes Geld. Jetzt kommt Smart Payment mit dem Auge. Die Augiris ist jetzt mit dem Bankkonto verbunden. Das geht technisch schon. Beim Beep haben Sie gesehen, das wollen Sie jetzt einführen. Da kommen jetzt so Automaten am Schluss bei der Kasse, da musst du mal dreimal reinzwinkern und das Geld ist abbucht, das ist weg. Und Kassiererin zwinkert zweimal zurück, ist das Wechselgeld. Also das. Wissen Sie, worauf in Zukunft beim Beep aufpassen wird, dass man kein Muckerl ins Auge fliegt. Also. Man merkt jetzt schon in Österreich, merken Sie, die smarten Geräte alles übernehmen, alles. In den Gärten merkst du in Österreich immer mehr smarte Rasenmäher, übernehmen das Mähen. Drinnen im Haus fahren smarte Staubsauger, die übernehmen das Saugen. Jetzt kommt der smarte Kühlschrank von Miele, der übernimmt das Bestellen. Ich meine, ich frage mich bald, was tue ich da überhaupt? Ich meine, das geht ja alles in Richtung betreutes Vegetieren. Ich meine, das muss ich ehrlich. Ich werde irgendwann aus Langeweile den herumfahrenden Staubsauger fragen, darf ich ein bisschen mitwischen? Ja? Und der sagt dann zu mir, Finger weg, such da selber hocken. Die nehmen uns die Hausarbeit weg und die Berufsarbeit sowieso, die Automatisierung, also pff, deswegen so Berufsweisheiten, also die meine Generation vor 20 Jahren noch erklärt hat, also du musst halt schmunzen. Also wissen Sie, was mein Vater nach der Schule zu mir gesagt hat, berufliches Tipp? Er hat gesagt, geh zur Bank, das ist immer was Sicheres. Das war mal eine Berufsberatung, heute ist eine Pointe, also das traust du dir heute nicht mehr. Also, man, da ist Komiker definitiv stabiler als zur Bank gehen, also als Komiker kannst du weit kommen, na sicher. Ein Kollege von mir ist in Amerika Präsident geworden. Ohne Programm, nur mit Tourette-Syndrom, geht auch schon.
es braucht nicht viel. Aber das klingt so negativ. Die sagen jetzt, die Zukunftsforscher, in 20 Jahren gibt es vielleicht viel weniger Arbeit, aber das macht nichts. Weil angeblich kriegen wir dann als Österreicher so vom Staat ein Geld. Einfach so, wenn wir existieren. Ein schön, dass du da bist, einkommen. 14 Mal im Jahr, schön, dass du da bist. Da gibt es auch kein Arbeitsamt mehr in der Zukunft, da gibt es ja keine Arbeit, da gibt es ein Beschäftigungsamt. Da gehst hin, sagst mir, es fahrt, kriegst 5 Botscherkugeln. Kommen sie in 2 Wochen wieder, kriegen sie ein Sudoku-Heft. Also, angeblich mündet unsere Gesellschaft in die Freizeitgesellschaft. Wir werden viel Freizeit haben. Aber was tut man mit? Was macht man, wenn man nicht arbeitet? Da gibt es Studien über das Thema. Was Leute in Österreich machen, wenn sie nicht arbeiten. Wissen Sie was? Habe ich auch nicht gewusst. Die gehen zum Arzt. Zum Arzt. Angeblich ein Drittel der Österreicher, die beim Arzt im Wartezimmer sitzt, hat nichts außer Zeit. Plus E-Card, eine gefährliche Mischung. Also das. Man kriegt ja schöne Aufgaben von Ärzten, muss man auch mal loben. Wissen Sie, was mein Hautarzt mir für eine schöne Aufgabe mitgegeben hat? Er hat gesagt, ich soll in den nächsten 12 Monaten beim Oberschenkel da vorne soll den Leberfleck beobachten. Ich habe das unterschätzt. Also es ist mittlerweile ein Fulltime-Job. Fulltime. Also ich schaff's gar nicht mehr durchgängig. Also oft beim Fernschauen sage ich zu meiner Frau, kannst du kurz aufpassen? Leberfleck-Observer, bist du deppert? Das ist ein schönes First-World-Problem. Es gibt vom Robert Musil, habe ich aus der Schulzeit einen so schönen Satz gelernt, der hat mir sehr gut gefallen. Der Robert Musil, der Schriftsteller, hat mir gesagt, wir Menschen irren uns vorwärts. Das ist ein schöner Satz, also der trifft oft, finde ich. Ich weiß nicht, was mit einer Schule ist, schön. Haben Sie mal überlegt, was Sie aus Ihrer Schulzeit noch wissen? Haben Sie sich überlegt, da war vor kurzem in den Zeitungen so ein kleiner Test, was weiß man als Erwachsener 20, 30, 40 Jahre später noch aus der Schulzeit? Habe ich sofort gemacht, war witzig. Da war die erste Frage aus Mathematik, ein Äquivalent zum Formum. Die zweite Frage war aus dem Chemieunterricht, erklären Sie die Molmasse. Und die dritte Frage war aus Deutsch, bestimmen Sie das Versmaß von einem Eichendorf-Gedicht? Ich habe mir das durchgelesen, bist deppert, ich kenne das nicht mehr vom Hören. Also. Ich war ganz sicher dabei. Ich habe extra eine Schule angerufen. Ich sagte, ja, es gibt Aufzeichnungen, haben sie gesagt. Aber anscheinend war ich klinisch tot. Ich meine, das gibt's ja nicht. Ich war 100%, ich war 12 Jahre in der Schule. Also netto, brutto 13. Haben Sie mal ausgerechnet, wie lange Sie im System gesessen sind? Bei mir waren das 10.200 Stunden Schule. Na, wie will es hängen bleiben? Na, also ganz ehrlich, also maximal 200, mehr nicht. Davon waren 150 supplieren. 40 Stunden Skikurs. Man könnte sagen, wegen 10 Stunden war ich 13 Jahre tot. Da hätten wir uns auch eine Woche zusammensetzen können. Da hätten sie beide Seiten für Sport. Naja. Das ist schon erschreckend, dass der Schulzeit ruhig bleibt am Wissen, oder? Ich habe so viele Jahre Geschichtsunterricht gehabt. Na, welche Persönlichkeiten aus der Geschichte habe ich mal gemerkt? Ja, bin ich mal gemerkt, das war Marvin Obando, den habe ich mal gemerkt. Der war 1986 in Mexiko bei der Fußball-WM der rechte Außenverteidiger von Costa Rica. Der hat mir gefühlt das Panini-Pickerl. Mathematik, so viel Mathematik verstanden habe ich es überhaupt nicht. Ich habe 3 Jahre Wahrscheinlichkeitsrechner gehabt, denkt man immer jedes Mal beim Lotto spielen, diesmal gewinne ich sicher. Latein, so viele Jahre Latein mit Nachhilfe. Na, was ist hängen geblieben? Ein Begriff, ich brauche einen. Wissen Sie welcher? Urinator Nivalis, habe ich mal gemerkt. Urinator Nivalis. Wissen Sie, was das ist? Der Schneebrunzer. Der Schneebrunzer. Na, der ist lustig, der bleibt hängen, der ist witzig. Der kommt aber nicht zur Prüfung. Den habe ich immer gelernt gehabt. Aus dem, wo brauche ich jetzt den Schneebrunzer auf Latein? Wo hilft er mir im Alltag? Versteht mich ja keiner. Ja, im Spital ein Chirurg, der hat mich verstehen, der hat es gelernt, aber so gescheit ist, dass ich vor der Operation einmal Schnepper unter dem ins Gesicht sage. Da legt man noch ein paar Nierensteine rein, also weiß ich nicht. Wissen Sie, was mich oft ärgert bei diesen Bildungsdebatten? Es wird oft diskutiert über die Form der Schule, also, aber selten über den Inhalt, über Verwaltungsdebatten. Wem kennen die Lehrer? Der Inhalt, das seit 1907 teilweise noch immer der gleiche und noch älter gibt es Lehrpläne, das ist noch. Es ist erschreckend. Allein im Turnunterricht, da stehen ja aberwitzige Sachen noch drin. Da steht noch immer drin im Turnunterricht, vom Schüler ist zu beherrschen der Felgeaufschwung an der Reckstange. Der Felgeaufschwung an der Reckstange. Können Sie sich erinnern an den Felgeaufschwung? Na, wo brauchst du? Na, ich frage sie anders. Wann war ihr Letzter? Ich bin mir sicher, die Bilder in ihrem Kopf sind in Schwarz-Weiß.
Na, wo brauchst du im Leben einen Felgeaufschwung, außer du bist Einbrecher, sonst brauchst du ihn nicht. Mein Lieblingssatz im österreichischen Lehrplan, wissen Sie, was da steht? Zum Lebensglück des Menschen trägt bei der Purzelbaum. Der Purzelbaum zum Lebensglück. Ja, wie oft denken Sie es in Ihrem Leben, in kritischen Situationen? Okay, wenn alle Stricke reißen, ich hab immer noch den Purzelbaum. Möchte ich unbedingt mal ausprobieren, wenn sie mich beim Planquadrat erwischen. Dass ich zum Inspektor sage, ja, vielleicht habe ich 1,3 Promille, aber wollen sie sehen, was ich kann. Darf ich ihn rückwärts anzeigen? Keine Ahnung. Ich habe maturiert im Purzelbaum. Wissen Sie, was ein interessanter Gedanke ist? Wenn ein Mensch aus dem Jahr 1750, der steigt in eine Zeitreisemaschine, 1750 und reist in das gegenwärtige Österreich und der kommt raus, irgendwo in Österreich, jetzt bei einem Shoppingcenter, der ist ja völlig verwirrt mit der Gegenwart, oder? Der geht dort rein, ja, und dann sieht er mit Glasblast mit Schiebetüren, dann geht er rein, sieht dann Beck & Cloppenburg, Zara, H&M, Deichmann, Fressnapf, Trafik, Handystore, Piper, Hartlauer, Rolltreppen, Einkaufswagen, Selfie-Sticks, der ist völlig verwirrt, der geht raus, der sieht Autos, Räder, E-Bikes, völlig verwirrt. Der geht weiter, geht irgendwo in die nächste Ortschaft, geht dort versehentlich in eine Schule, in ein Klassenzimmer. Und zum ersten Mal im Klassenzimmer denkt er sich in der Gegenwart, ah, jetzt kenne ich mich wieder aus. Das ist alles wie immer, sehr schön. Ausgemalt haben sie, naja. Das stimmt ja, so mancher Klassenschwamm riecht ja noch immer nach 1750, oder? Das ist. Da merkst du manchmal, mit dem hat sich die Maria Theresia noch einen Rücken gewaschen. Also, das ist. Naja. Obwohl, jetzt haben wir ja wieder einen Bildungsminister, der weiter herumdoktert. Das sind die ersten Vorschläge, taugen wir schon aus der Elementarpädagogik. Die Vorschläge sind schon super, oder? Zum Beispiel, mein Lieblingsvorschlag ist ja, dass Kindergärtnerinnen in Österreich in Zukunft eine akademische Ausbildung brauchen. Das ist doch ganz witzig, oder? In Österreich brauchst du als Kindergärtnerin eine akademische Ausbildung, als Kanzler und Vizekanzler brauchst du es nicht. Also. Da kannst du so rumwurschteln, da geht's um nichts. Das ist, du, wenn uns die Kinder in Zukunft fragen, warum kann ich nicht Kanzler oder Vizekanzler werden, muss ich sagen, selber schuld, hättest nichts gelernt. Aber es ist im Moment ein Trend. Die meisten politischen Führer derzeit auf der Welt, die sind Bildungsabbrecher, das habe ich recherchiert. Erdogan, Bildungsabbrecher, Putin, Bildungsabbrecher, Trump, Bildungsabbrecher, unsere zwei Lustigen. Also, passen Sie auf, ich sage Ihnen eins, wenn du jetzt die Weltherrschaft an dich reißen willst, da reicht 3 Jahre Tanzschuh und der Führerschein. Na, passt nicht. Das ist alles andere. Und wissen Sie, was hat sich seit unserer aller Jugend massiv geändert beim Jugendlichen? Der moderne Jugendliche soll nicht mehr scheitern. Man, er scheitert schon, aber er darf es nicht mehr bemerken. Das darf er nicht. Sie wissen hoffentlich, was man sagt, wenn der Sohn mit einer negativen Beurteilung aus der Schule heimkehrt. Heute musst du sagen, lieber Sohn, warum haben wir uns für einen Fünfer entschieden? Du musst seine Niederlage pluralisieren, ins Wir holen. Ja, du musst ihm sagen, schau, du mach, schau, die Gene hast von mir, die hast ja von mir. 50% vom Trottel kannst du bei mir anschreiben, ja. Und gleich kommt die Mama zu Hause bis die anderen 50 auch los. Also, man muss das Kind beruhigen sofort, gleich bei der Eingangs, du musst ihm sagen, schau, du kannst nichts. Dafür, das ist wichtig, das ist ja. Nicht vergessen. Ne? Und Trottel darf er sonst auch nicht mehr sagen. Ist ja pädagogisch nicht korrekt. Also, ich habe in der Schule von jedem Lehrer, Arme mindestens, gesagt, Eckel, du bist der Trottel. Aber das ist heute nicht erlaubt. Wissen Sie, was man heute sagt? Das habe ich auch nicht gewusst. Pädagoge muss sagen, du hast eine Inselbegabung. Ich finde, das Problem ist, ein Trottel weiß nicht, was eine Inselbegabung ist. Der geht ins Reisebüro und bucht. Also, gut. Sprache war früher für die Verständigung. Nein.
Gut, ich habe so eine mittelschwere Kindheit gehabt, da muss ich mich gegen nichts so richtig. Gut, das war schon Härtezeit, das ist jetzt nicht keine Kunst, aber es war her. Also, was sich geändert, mein Vater hat mich zum Beispiel nie mit dem Auto in die Schule geführt, bei Schlechtwetter, nie. Heute werden die Kinder oft geführt, da mit so rollenden Einfamilienhäusern, fahren sie da die Schuhe gleich die Stiegen rauf, bis zum Sitzplatz mit Rolltreppe zum Platz, damit der Bub nicht versehentlich einen Schritt macht. Also, mein Vater hat mich nie in die Schule geführt, nie. Wenn ich gejammert habe wegen dem Wetter, wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat mir ein Buch von Peter Rossiger in die Hand gedrückt. Peter Rossiger. Ich sagte, lese das durch. Der Peter Rossiger ist damals jeden Tag 4 Stunden in die Schule gegangen, um dort zu erfahren, dass der Lehrer krank ist. Na, der wollte es wissen, das nenne ich Zug zur Bildung. Mein Vater hat mich nie gewinnen lassen. Er hat lassen mir die Kinder für Selbstwertgefühl oft gewinnen. Ich meine, nie. Wenn er beim Fußball 9-0 gegen mich geführt hat, hat er 10. geschossen und sofort. Hat er nachher gesagt, 2 Schläge Niederlagen merkst du besser. Ja. So entwickelt sich auf deiner Seele eine Hornhaut. Das brauchst du. Mein Vater, das war interessant vom Konzept, der hat jedes Monat mein Sparschwein um 30% erleichtert, um mir frühzeitig das Konzept von Steuern zu vermitteln. Manchmal waren sogar 70%. Wir haben gesagt, wieso heute 70%? Heute ist Finanzprüfung oder so. Also manchmal merkt man das dann schon. Also dieser Rückenwind, der kann auch von vorne kommen. Aber gut, ich weiß ja auch nicht, wo Bildung überhaupt das Thema ist. Viele sagen, Bildung ist gar nicht mehr die Gene. In den Genen liegt die Zukunft. Deswegen entstehen ja immer mehr Menschen international. Haben Sie auch von dem Trend gelesen? Das ist ein Trend. Das ist unglaublich interessant. Das ist ja immer häufiger der Fall, dass so bei Geburten kommen jetzt die Eizelle aus Spanien, die Samenzelle aus Australien, die Leihmutter aus der Ukraine. Also wenn uns die Kinder ein paar Jahre fragen, hat mit der Storch gebracht, muss ich sagen, nein, die Lufthansa. Die Lufthansa. Der ist noch gar nicht auf der Welt, hat 5000 Bonusmeilen. Also das ist... Aber es ist ein spannender Gedanke, die Kinder der Zukunft werden zusammengeflogen, die werden zusammengeflogen. Ja. Wir sind noch zusammengeschustert worden, na ja. Das ist eine andere Qualität, das ist eine Dienstleistung, wir waren Gewerbe, also das muss man... Aber trotzdem wissen wir, wie spannender Gedanke dahinter steht, finde ich nach wie vor, ist, dass jetzt diese Zukunftsforschung, Genetiker und lauter Wissenschaftler sagen, die Vorteile von Laborgeburten sind extrem hoch, da kannst du ja was einstellen, vorprogrammieren in der Epigenetik und so weiter. Und es geht ja alles zum optimierten Menschen. Und das ist, und die behaupten, dass in 15 Jahren sind die Vorteile so groß bei Laborgeburten, dass dann keiner mehr im Rahmen vom Geschlechtsverkehr Kinder zeugen wird. Das machst du nicht, das machst du nur mit dem Labor. Das ist ja ein meine, das heißt in 15 Jahren eine Schlagzelle, 6 stirbt aus. Das stirbt aus. Das machst du nicht mehr in 15 Jahren. Also schon, aber nur so halt. Weil du das kannst. Das wird so eine Tradition wie Maibaum kraxeln und Bleigießen. Einmal im Jahr. Das wird Brauchtum. Eine Folklore-Veranstaltung, aber. Die Evolution hat keinen Bedarf an geschlechtlicher Zeugung. Also das ist spannend. Und es gibt in der EU bereits Wissenschaftler, gescheite Leute, also sehr gescheite Leute, die setzen übereinander. Was passiert, wenn mehr Labormenschen entstehen? So Leute, wo du in den Genen, Epigenetik und so weiter alles optimierst. Und da ist das Unperfekte zusammengeschustete. So, und dann haben sie dir überlegt, dass man die vielleicht kennzeichnen sollte. Wirklich, die Naturgeburten wollen es kennzeichnen. Also die, mit Ökosiegel, also ich meine, ich habe 2 kleine Kinder zu Hause, die werden das erleben, die werden eine Kennzeichnungspflicht. Also das, da muss ich mir meinen Buben vorstellen, muss ich sagen, der Lukas, ja, er ist sicher oft schwierig, aber es ist ein Bio-Kind. Es ist ein, das von glücklichen, freilaufenden Eltern. Aus Hodenhaltung, könnte man da noch sagen. Oder? Dankeschön, sehr lieb. Ja, da sitzt man. Da kann man aber auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sitzt. Findest du nicht? Man kann ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sitzt, weil die WHO oder Studie rausbaut, haben sie es gelesen, mit dem Titel Sitzen ist das neiche Rauchen. Sitzen ist das... Die sind draufgekommen, die WHO ist draufgekommen, die Hälfte des Lebens sitzt der Mensch. Und es ist schlecht, dadurch verringert sich die Bandscheibenflüssigkeit, man wird immer kleiner. Dass diese Körperposition schlecht ist, verrät die deutsche Sprache in vielen Formulierungen. Ne? In der Schule bleibst sitzen, negativ. Im Gefängnis sitzt man, negativ. Wenn man zu dir sagt, du hast dann sitzen. Das ist ganz selten ein Kompliment. Und wann geht's dem Mann im Leben schlecht? Wann geht's dir schlecht, wenn dich eine Frau sitzen lässt? Das ist interessant. Ne? Die Einsamkeit ist wurscht, aber du hast Haltungsschäden. Besser ist, wenn sie am Schluss sagt, schlechte. Schlechte ist besser. Bist du auch allein, bleibst du aber in Bewegung. Ja? Das ist eine dynamische Einsamkeit. Ne?
soll nicht sitzen. Da sagt die WHO natürlich, man soll ja auch nicht liegen. Liegen ist schlecht wegen chronischen Rückenleiden, die wir alle haben. Und seit 2 Wochen gibt es von der WHO eine neue Studie. Haben Sie das gelesen? Man soll nicht stehen. Stehen nicht? Das wollen die Blutgefäße nicht. Also im Moment ist für den Körper zach, oder? Ich meine, was tust du mit dem? Ich meine, da geht es den Purzelbaum durchs Leben ziehen. Aber so. Sonst ist alles falsch. Sitzen ist neue Rauchen, liegen ist neue Sitzen. Also wenn es so weitergeht, ist tot sein das neue Leben. Also ich bin mir sicher, vor meiner Urne werden einmal 10 Orthopäden stehen und sagen, jetzt passt's. Ja? Da werde ich auf meine Urne draufschreiben, endlich keine Haltungsschäden, schreibe ich da. Obwohl, muss ich passiv formulieren, werde ich schreiben lassen. Aktiv kann ich auf die Urne, glaube ich, nichts mehr. Außer sie lassen Oma Hand rausbaumeln, dann geht ich noch dazu. Das habe ich mir schon oft überlegt. Das möchte ich mal ins Testament reinschreiben lassen zur Garde. Ich möchte später, schreibe ich rein, zur Urne bestattet werden, aber sie dürfen mich nicht verbrennen. Ist mir wurscht, wie sie mich reinstopfen, ist ja nicht mein Problem. Einmal mit der Verwandtschaft nur eine Garde haben, ich glaube, das ist ganz sicher. Ich finde überhaupt, am Ende sollte man nicht so rausplätschern aus dem Leben. Da muss noch Aktion. Ich möchte auch fix im Testament verankert wissen, dass am Tag von meinem Begräbnis muss am Friedhof das WLAN ausgeschaltet werden, weil da bin ich mir dann sicher, dass meine Kinder auch einen schlechten Tag haben. Aber. Reden wir jetzt nicht vom Tod, das ist ja kein schönes Thema. Der Mensch strebt ja gerade ins Gegenteil vom Tod, und zwar in die Unsterblichkeit. Es gibt jetzt verschiedene Methoden, die Unsterblichkeit zu erlangen. Ich bin auch bei einem Programm dabei, ich probiere es über die generale Versicherung. Deswegen habe ich ja das Bundle, haben Sie es gesehen? Smart Grip. Ist ein Smart Grip Selbstvermessungsband von der Generale. Das ist genial. Da hat mir der Dr. Peschel, der Chefarzt dort, hat mir gesagt, mit dem Band, da gibt es Studien aus Amerika, lebst um 36 Monate länger. Nur mit dem, genial. Also wenn einmal der Sensenmann vor mir steht, sage ich auf, kannst du in 3 Jahren wiederkommen. Also, so wie alles mit Dr. Peschel besprochen, da brauchst du nicht intervenieren. Ne? Du musst aber was leisten, du kriegst Rabatte. Du musst 70.000 Schritte pro Woche gehen und dann kriegst du einen Rabatt. Bei der Generale kriegst du jetzt 4% Rabatt. Kriegst, ja. Na ja. Nicht auf eine Gesundheitsversicherung, auf eine Hagelversicherung kriegst du. Für einen Fahrradanhänger, na ja. Gilt aber nur, solange der Anhänger in der Garage steht. Also, es ist ein enges Produkt, das muss man ehrlich sagen. Und du musst dir das leisten, 70.000 Schritte pro Woche, ist eh gut, weil gehen ist unglaublich gesund. Gehen ist eine unglaubliche Fahrt, muss man auch sagen, aber kennen Sie das Phänomen? Das meiste Gesunde im Leben ist eine Fahrt. Und man, das kennt man ein bisschen vom Tofu. Ne? Man könnte ja sagen, gehen ist Tofu in Bewegung, könnte man sagen. Und wissen Sie, was interessant ist? Zu dem Bahnhof gibt es eine Handy-App. Und die verbinden sich, wenn ich zu Hause über die Türschwelle schreite, verbinden sie. Und wissen Sie, was mir das App von dem Bahnhof dann fragt? Das fragt mir dann jedes Mal, wollen Sie den letzten Spaziergang mit dem Computer synchronisieren oder direkt in die Cloud laden? Da denke ich mir jedes Mal beim Durchlesen, ja, bist du deppert. Vor 10 Jahren hätte es in Österreich von dem kompletten Satz das Einzige verstanden. Wollen Sie? Und den Rest haben wir uns eingetreten. Also es ist. Na, immer wenn ich das lese, denke ich mein Opa. Zu dem hätte ich ja damals gern gesagt, du Opa, den letzten Spaziergang da im Wald, willst du den mit dem Computer synchronisieren oder du mal einen kleinen die Cloud laden? Der hat gesagt, auf Futzen kannst du haben, jetzt einmal. Ja, mit Recht, nach so einer Frage hätte er ihm geholfen. Ja. Aber wissen Sie, das beschreibt etwas sehr Interessantes im Leben. Jeder von uns Menschen, haben Sie es auch bemerkt, hat einen Moment in seinem Leben, wo er sagt, ab jetzt ist mir der technische Fortschritt wurscht. Ab jetzt können Sie da draußen erfinden, was Sie wollen. An mir geht's vorbei. Bei meinem Opa war das der Reißverschluss. Der Reißverschluss war bei meinem Opa das letzte Update, das er sich auf dem Janker draufgeladen hat. Also das. Für einen war es kein Reißverschluss, das waren Knöpfe 2.0. Ja. Aber nachher wollte er nichts mehr wissen von der Technik. Ich kann mich erinnern, wir haben mit dem Opa dann einen Janker gekauft, Reißverschluss oben am Hals, war ein Klettverschluss. Er hat gesagt, das lerne ich nicht mehr, hat er gesagt. Na, der Klettverschluss war für am Silicon Valley, das war alles. Weit weg brauche ich nicht. Na gut, aber ich bin noch voll dabei. Diese Bänder motivieren auch. Das weiß ich über GPS immer, wo ich bin. Und wenn ich zum Beispiel bei der ÖBB-Rolltreppe stehe, vibriert das ganz leicht. Das heißt, du willst, nimm die Stufen, du faules Sau hast. Das soll motivieren.
17.000 Schritte pro Woche, das sind 10.000 am Tag, kann man sich auch als Pisa-Opferschi ausrechnen. Und jetzt bin ich einmal im Bett gegangen, um 23:30 in der Nacht im Pyjama und habe schon gut geschlafen und plötzlich hat das Handy am Nachtkasten gemeldet. Also nicht das Ganze, das Bundle eben, so piep, piep, piep. Das war so laut, aber noch brennt es bei der Generale immer. Was ist jetzt? Wissen Sie, was war? Ich habe an dem Tag gemacht 9.714 Schritte. Ich habe mich noch mal angezogen. Wirklich, es ist. Das hätte ich mir nicht gedacht, das ist auch pervers. Früher bist du in Österreich in der Nacht wegen einem Hund rausgegangen, jetzt wegen einem Handy. Also, das hat sich echt. Ich freue mich schon auf meine Pension. Da habe ich Hund, Handy, Blasenschwäche, da brauche ich mich gar nicht mehr hinlegen. Also. Da bin ich ja dann permanent. Da bin ich ja dann permanent in Bewegung, also da kannst du sagen, da ziehe ich dann atemlos durch die Nacht, kannst du sagen. Wissen Sie, was unsere Aufgabe ist als moderner Mensch? Systeme, die Sie für uns einführen, wo Sie uns das immer als Vorteil verkaufen, dass wir die austricksen. Ich habe vor 3 Wochen zum Beispiel gehabt 7.412 Schritte um 9 am Abend und ich hätte rausgehen müssen, aber ich wurde gehemmt durch den Regen. Ich wollte nicht nass werden, aber ich wollte nicht einen Rabatt verlieren, jetzt war ich im Konflikt. Und jetzt haben wir da jetzt Tricks und jetzt habe ich ein Glück gehabt. Da habe ich ein Glück. Das ist der Kader vom Nachbarn vorbeigegangen bei der Rache. Da habe ich mir doch den Integrieren ins Bewegungsprogramm. Also das. Den Kader vom Nachbarn. Den kenne ich. Den Cat Stevens heißt der. Cat Stevens. Ja, find's auch nicht witzig. Der Nachbar find's witzig. Obwohl der echte Cat Stevens heißt ja gar nicht mehr Cat Stevens. Der heißt jetzt Yusuf Islam, heißt der echte. Habe ich dem Nachbarn aber eh gesagt, dass ich den Kader nicht umtaufen auf Yusuf Islam. Also das ist. Also bei der heutigen politischen Lage, also den bringt der Kickl persönlich zur Grenze. Also der. Der reitet ja mit einem Pferd noch vielleicht noch. Also es ist. Und dann habe ich ihn gerade angeguckt, den Kette, ich habe gesagt, kommst du her zur Terrassentür? Er hat schon geglaubt, er kriegt da Futter, aber Futter habe ich keins, das Bandel schnell über den Schild und dann gsch. Ja. Habe ich meine Schritte ausgelagert, aber doch ist ja wurscht, wie ein Rabatt da hatscht. Und ich bin schlafen gegangen. Ne. Und am nächsten Tag haben sie mich angerufen von der Generale. Wirklich haben sie mich angerufen. Und dann haben sie mich angerufen um 8 Uhr in der Früh. Haben sie mich angerufen um 8 Uhr in der Früh. Ein Sachbearbeiter. Gesagt, guten Morgen, Herr Eckel, guten Morgen, wie geht's Ihnen? Und ich gesagt, gut, 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 wieso? Ich sage, Entschuldigung, Herr Eckel, dann spinnen bei uns die Computer. Es ist so, also es tut mir leid, laut unseren Aufzeichnungen, es war ein Irrtum, sind Sie zwischen 4 und 6 Uhr früh unter einem Auto gelegen? Hab ich gesagt, ja, ich wollte was mit der Mada besprechen. Wir haben da so eine Schuhfix über Bremskabel, Geschmacksrichtungen. Also es gibt Momente, da fischst du tief im Argumentebecken. Also da ist ein toter Teich. Das Gespräch hat sich auch sehr ungünstig entwickelt. Ich habe zu dem sagen müssen, könnten Sie mal sagen, wo ich jetzt liege, ich breche mein Bandel wieder. Also das ist ein. Aber das ist halt so. Das ist der Trend des Menschen heutzutage, den Verstand, die Gefühle, den Verstand auszulagern an digitale Welten. Ich habe deswegen auch lauter Gesundheits-Apps jetzt vom Dr. Peschl installiert bekommen, die mich vermessen. Ich habe lauter vermessen. Ich habe so eine App, kennen Sie das? Cough Analyzer. Das ist eine App am Handy, das analysiert den Husten. Der Husten ist also eine App und das App sagt, was du für einen Husten hast. Das sagt, es war einen anschwellenden, einen bronchialen, asthmatischen und so. Bei mir hat es geschrieben, vorgetäuscht. Das war interessant. Radiologie, kannst du jetzt Röntgenbilder, kannst du jetzt mit dem Handy Zahnröntgen, das geht über App D-Scanner, das gibt es seit 3 Wochen, kennst du das witzig? Da musst du das App öffnen und da musst du das Handy im Mund reinstecken. Das muss so. Ich sage dann gleich, wenn Sie sich ein neues iPhone kaufen, nehmen Sie das kleine. Wirklich, es ist so. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle schiebst du das Handy dann so behutsam, das überhört man oft, das Wort. Behutsam schiebst du es nicht so. Also, weil sonst wird es vielleicht eine Gastroskopie. Also, du musst schauen, dass oben im Kiefer hängen bleibt. Ja? Und nicht das Ganze. Es muss ein Stückchen ausschauen, wo der Home-Button ist, haben sie gesagt. Der Home-Button, weil du musst das aktivieren, das App. Über Spracherkennung kann, über Siri geht es nicht. Du kannst ja nicht reden, wenn es drinnen ist. Also, du musst das. Über den Home-Button aktivieren, den druckst du dann zu, 10 Sekunden im Gebiss, ist ganz witzig, dann macht's Bing, dann hast du gleich einen Tinnitus, dann holst du das raus
Da machst du weh und dann ist genial. Das ist wirklich genial. Da steht der Zweier, drei oben links brauchen eine Krone, rechts bald ein Brückenbedarf und so weiter. Und dann öffnet sie das erste Bank-App und sagt, ja, aber beim jetzigen Kontostand machen wir das in Schopon. Also das ist da. Und dann, Moment, und dann öffnet sie noch das Bahnl-App und sagt, bis Schopon sind es 180.000 Schritte, das gehen wir zu Fuß. Also, du bist der ausgelagerte Mensch. Das ist interessant, oder? Dass der Mensch erliebt es, alles auszulagern. Alles, den Verstand, die Emotionen. Das können Gehirnforscher sagen, das erkennt man schon in einem Computertomographen. Also, man kennt schon, dass unsere Gehirne langsam kleiner werden, wenn wir alles im Auslagerung sind, an Navis und so. Ich merke überhaupt nicht. In letzter Zeit merke ich durch diese ganzen Gadgets, dass ich jetzt gerade, also, dass da sich gewisse Leerräume auf. Ich bin letztes Mal im Freien gestanden, habe aufs Wetter-App vom Handy geschaut, um zu wissen, ob es ober mir bewölkt ist. Also, das war. Also mit so einem Verhalten war es auf den Nobelpreis nicht worden. Also das. Aber es ist die Bequemlichkeit des Gehirns, der einfachste Weg zum App runter. Ne? Und der zweite große Trend, den wir in der Gesellschaft haben, ist das Messen. Alles muss gemessen werden. Wir sammeln dauernd Zahlen. Fällt Ihnen das auf? Was wir jetzt wissen in Österreich über uns, ist unglaublich. Wir wissen in Österreich, wir haben 7,3 Geburten pro Stunde im Land. Wir haben in Österreich 2114 Blasmusikkapellen. Haben Sie das gewusst? Das zählt einer. Das zählt. Wie das gelesen habe, habe ich gedacht, wer macht denn das? Ich meine, der muss ja, hat der Wette verloren? Ich meine, das gibt's ja nicht. Übrigens, seit 2 Jahren haben wir um 14 weniger vom Militär, haben wir 14 Kapellen eingezogen aus Kostengründen. Das ärgert mich bis heute. Das war ein Fehler. Die Militärkapelle war das Letzte, wovor sich der Feind noch gefürchtet hat. Also das. Dann haben sie einen Panzer gesehen, da hat keine Angst. Aber sitzen am Rohr drei Klarinetten, schweres Geschütz. Also das ist. Was wir alles messen. Der Konsumentenschutzverein hat zum Beispiel jetzt gemessen 4,63% auf die zweite Dezimalstelle. 4,63% der ÖBB-Züge kommen jedes Jahr spät oder gar nicht. Da hat sich die ÖBB aber gleich gewehrt, auch mit einer Zahl. Die hat gesagt, ja, das stimmt vielleicht, aber ihren Aufzeichnungen nach rettet es pro Jahr 5 Selbstmörder das Leben. 5, das habe ich auch nicht gewusst. Weil der liegt am Gleis, wartet, aber da kommt nichts. Der wartet. Haben Sie gewusst, das ist recht spannend, die meisten ÖBB-Selbstmörder erfrieren, das habe ich auch nicht gewusst, das ist recht interessant. Es wird alles gemessen, alles. Es wird auch zum Beispiel Fragen, hochphilosophische Fragen aus dem alten Griechenland. Der Sokrates hat gefragt, das ist eine spannende Frage, weil diskutiert es nicht mehr wenig, ob die Strafe etwas nützt. Nützt es in der Gesellschaft was? Und das Innenministerium hat diese Strafe vermessen. Die haben nämlich geschaut, wie verhaltet sich ein österreichischer Autofahrer, nachdem er einen Strafzettel bekommt für das Schnellfahren. Wie fährt der eigentlich nachher? Ist da eine Läuterung in dem? Da sind sie draufgekommen, 72% der österreichischen Autofahrer fahren nachher noch schneller. Die fahren noch schneller. Psychologisch klar, der denkt sich so, ich pack, jetzt gönn ich mir was, ja. Für die meisten ist das ein Gutschein, ja. Alles wird gemessen, die Verhaltensforschung ist überhaupt spannend. Die hat ja auch gemessen, dass wir im Moment 54 Mal am Tag in Österreich unsere E-Mails überprüfen. Im Schnitt. 54. Schauen Sie, ich bin auch gut dabei, aber wir nehmen das Achselzucken zur Kenntnis, so ein Verhalten. Aber überlegen Sie sich mal dieses Verhalten in der analogen Welt. Das ist schon interessant. Stellen Sie sich mal vor, in den 80er Jahren wären Sie in Österreich 54 Mal am selben Tag zum selben Briefkasten gegangen und hätten dort nachgeschaut, ob eine neue Post drinnen ist. Jetzt ganz ehrlich. Jetzt ganz ehrlich, analog war das ja Diagnose. Das war eine Diagnose. Heute bist du ein Netzwerker, früher warst du ein Volltrottel. Ja? Mit demselben Verhalten. Ist ganz interessant, finde ich. Gell? Ist nur eine Änderung der Wertigkeit. Naja, ist ganz ehrlich. Überhaupt Zahlen erschrecken dich, die schockieren dich oft. Ich weiß gar nicht, ob man uns gut. Zum Beispiel, was mir schockiert, sind die Prioritäten der Welt. Zum Beispiel bei der Pharmaindustrie, das ist leider politisch nicht ein Thema, da haben sie jetzt überlegt, da haben sie mal gemessen, wo fließen Forschungsgelder hin? Und die sind draufgekommen, die internationale Pharmaindustrie steckt 5-mal so viel Forschungsgeld in die Entwicklung von Potenzmitteln gegen Erektionsstörungen, als in die Alzheimer-Forschung investiert wird. Weil, das ist echt interessant, Potenzmittel ist ein größerer wirtschaftlicher Markt.
Aber man, vielleicht ist es ökonomisch sinnvoll, aber gesellschaftlich, also kann man schon hinter, wir Männer, wenn einmal alle mit 90 oder 100 mit einer Dauererektion durchs Land spazieren, ja, aber keiner von uns wird dann wissen, warum wollten wir das eigentlich, ja. Also manchmal, es gibt Momente, da denke ich mir, ich tät langsam die Vernunft unter Artenschutz stellen. Wirklich, also oft siehst du es nicht mehr. Die Zahl hat auch ein Klischee, was nicht stimmt, finde ich. Dass Zahlen kalt sind, das stimmt nicht. Zahlen können berühren. Aus der Familienforschung gibt es eine Zahl, die berührt mich seit Jahren. Wissen Sie, was draufgekommen ist? Das ist wirklich spannend, dass wir um 80% mehr Fotos vom erstgeborenen Kind haben als vom zweitgeborenen. Und ich bin draufgekommen, das stimmt. Ich habe selber zwei zu Hause. Ich habe selber zwei. Und ich habe beim ersten Kind fotografierst alles. Alles, wie am Topf geht, wie am Topf sitzt, wie vom Topf fällt. Alles. Den kompletten Triathlon. Ne? Und beim zweiten sagt man, das haben wir schon. Das haben wir schon. Ne? Fotografiere nicht. Da picke ich einfach am Computer im Photoshop vom zweiten ein Schild dazu. Ist dann oft erschreckend, wenn beide Kinder 18 sind vom Erstgeborenen und 7 Fotos und vom zweiten 3 Flugblätter mit ein paar Bildern. Ja. Dabei ist Fotografie wichtig. Was ist Fotografie? Fotografie ist geblitzte Beachtung. Und es ist nach wie vor so, dass Erstgeborene in unserer Gesellschaft viel mehr Beachtung bekommen. Das spiegelt sich ja nicht nur in der Fotografie in tausend. Man weiß zum Beispiel bei Jausen, zum Beispiel beim Erstgeborenen überlegen sich die Eltern seit Jahrhunderten immer mehr. Da macht man immer einen frischen Brei als Jausen mit frischen Früchten, Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Der zweite kriegt dann nur mehr die alten Butterkekse aus der Lade. Ne? Also der dritte muss die Lade fressen. Also es geht dann so. Naja. So ist es. Und deswegen, wissen Sie, was daran interessant ist? Das ist nicht nur lustig, es ist interessant. Sie haben gemessen, es gilt für ganz Europa, Erstgeborene sind in unserer Gesellschaft signifikant erfolgreicher als Zweit- und Dritt- und Viertgeborene. Man weiß, 4/5 der europäischen Konzernchefs derzeit sind Erstgeborene. Ein Primar in einem österreichischen Krankenhaus, nicht jeder, ist klar, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit Erstgeborener. Es waren bis jetzt 12 Menschen am Mond. Wissen Sie, was interessant ist? 11 Erstgeborene. Und was lustig und traurig gleichzeitig ist, der 12. Das war der kleine Bruder vom 11. Also wie das gelesen habe, ich gefragt, na wie ist denn das passiert? Wie ist denn das? Man, immer noch wahrscheinlich haben die Eltern zum 11. gesagt, ja, du darfst mal am Mond fliegen, aber einen Kevin nimmst du mal mit. Also, naja, kann man sich denken, wenn man will. Ich bin psychisch total normal. Ich bin psychisch total normal. In meinem Schlafzimmer habe ich eine Kommode mit 3 Laden für Unterhosen. Eine für privat, eine für beruflich, eine für Sonstiges. Liege ich in der Nacht in meinem Bett, kann ich niemals einschlafen, wenn ich plötzlich merke, dass der Zip von meiner Bettdecke in meine Richtung zum Kopf hinaufschaut. Und nicht so, wie es gehört, nach unten. Außerdem liege ich im Ehebett, immer auf der Seite, die ein bisschen weiter weg von der Tür ist. Weil falls ein Einbrecher reinkommt, habe ich eine halbe Sekunde Vorsprung. Wofür weiß ich noch nicht. Meinen Wecker stelle ich nicht auf 7 Uhr, sondern immer auf 6.59 Uhr. Weil dann habe ich beim Läuten das Gefühl, ich kann auch ein bisschen ausschlafen. Schneide ich meine Frühstückssemmel auf, wo sie reflexartig das weiße Innere drinnen auf und dann die leere Kruste kriegen dann meine Kinder. Gemeinsam mit ein paar Butterkeks, die vorher Prinzenrollen waren. Ah, Sie kennen das Problem, das ist sehr schön. Ich bin psychisch total normal. Ich bin psychisch total normal. Fahre ich mit dem Auto auf einer Landstraße und ich überhole ein anderes Auto und ich merke beim Überholen, die PS reicht nicht aus, dann beuge ich mir das Lenkrad, um mein Auto zu beschleunigen. Ich bin psychisch total normal. Psychisch total normal. Wäre schon psychisch total normal, aber vielleicht ist es genau deshalb ganz egal. Danke. Es gibt gute Nachrichten bei uns Österreicher, gute. Das wird oft überlesen, zum Beispiel wir Österreicher kaufen immer mehr Obst, das haben wir jetzt auch gemessen. Obwohl es wird eingeschränkt dazu, es wird trotzdem weniger gegessen. Also,
Angeblich, haben Sie das gelesen? 54% des in Österreich gekauften Obst landet in der Entsorgung. Es wird weggehauen. Ich weiß eh, bei mir stimmt es. Das stimmt. Bei mir der Kühlschrank ist das Wartezimmer für die Biotonne. Das ist eine Zwischenlagerung, sage ich immer. So ein Kreuzfegefeuer. Man mag ja kein Obst, keiner sagt es ehrlich, aber man mag es nicht besonders. Man gibt es auch im Kühlschrank immer ins Fach mit den getönten Scheiben, die müssen nicht sichten. Darauf legt man noch 10 Knabbernose und hofft auf eine Verwandlung. Ja. Ich schmeiß so viel Obst weg, ich hab so ein schlechtes Gewissen. Ich kaufe ja wegen einem Gewissen und schmeiß wegen einem schlechten Gewissen. Ich schmeiß nur mehr Obst weg. Ich hab mir schon oft überlegt, dass man in Zukunft beim Spar immer gleich braune Bananen kaufen muss, ich nicht nur eine Woche warten, bis ich es wegwirf. Wirklich. Das ist gleich nach der Kasse. Bing, weg. Ich will es nicht essen. Nein. Zahlen möchte ich schon. Na sicher, zahlen möchte ich. Ich möchte, dass es auf der Rechnung dann steht, 10 Packerl Dragee-Kekse, aber Banane ist auch dabei. Das ist eine gesunde Jause, das passt. Ich mache es fürs Gewissen. Ich mache nur mehr für Gewissenberuhigung. Der Mensch hat ja permanent ein Schlechtes. Man hat so viele Fehleinkäufe. Nicht nur beim Obst, aber angeblich 20% der Dinge, die wir zu Hause stehen haben, werden nie benutzt. Dafür bist du aber arbeiten gegangen. Ich weiß, ich habe so viel Zeug, was ich nie brauche. So Küchenmaschinen von Chibo, die mir einreden haben lassen. Dann so Raclette-Set ist überhaupt mein Liebling. Raclette-Set. Also wenn du Silvester verschlafst, brauchst du das nie. Also. Dann über das Leben so viele Gästegeschenke, das gefällt dir nicht, das musst du aber noch freundlich annehmen, dann musst du es noch beschriften, damit du es ihm nicht zurückschenkst. Es ist. Du musst Hässlichkeit archivieren. Also es ist. Wissen Sie, was ich untertags hauptsächlich mache? Dinge in den Keller räumen. Das mache ich hauptsächlich. Immer mit demselben Satz, das werden wir schon verwenden. Das werden wir. Der Keller ist ja der Hoffnungsraum. Dabei ist der Keller der Raum der angesammelten Fehlentscheidungen. Da steht alles. Das ganze falsche Leben steht unten. Weil ich weiß mittlerweile, wenn es einmal unten ist, es kommt ganz schwer wieder rauf. Also das ist ganz, also das Einzige, was raufkommt, sind die Kakerlaken, die sich aufregen, wie es unten ausschaut, aber sonst nichts. Mir geht unten der Platz aus. Ich bräuchte mehr Keller. Ich verstehe nicht immer, die Nachbarn bauen oben immer Wintergarten und so Plätze. Ich möchte mehr Keller, mehr. Ich wollte schon mit so einem Lift mit -1, -2 zum Runterfahren. Mein optimales Haus war mittlerweile nur Keller, oben ein Bett. Also das. Ist mein Traumhaus. Man braucht immer weniger. Man hat immer schlechtes Gewissen, dass man dann so viele Sachen, die eigentlich noch gehen, weghaut, was nicht mehr aktuell ist. Manche kaufen immer weniger, und zwar aber nicht wegen der Ökologie. Also so gut sind wir oft nicht, aber wir haben Angst, das Falsche zu nehmen. Das ist eine Grundangst im Menschen. Das macht die Vielfaltsgesellschaft. Die Vielfaltsgesellschaft erhöht die Gefahr auf eine Fehlentscheidung. Ich habe zu Hause einen 20 Jahre alten Philips-Fernseher. Ich würde ihn gerne ersetzen, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich. Weil dann gehst du zum Mediamarkt oder Saturn und so. Und das letzte Mal überzählt, hängen 57 Fernseher. 57 verschiedene. 57 Fernseher heißt für mich als Konsument 56 Fehlentscheidungen hängen dort. Und ich muss mich da durch. Quälen durch die Vielfalt. Nein, ich muss mir überlegen, was hat da jeder? Der erste hat gehabt, den ich mir angeschaut habe, Ultra-LED. Hätte ich nehmen können, weil das hat meiner zu Hause sicher nicht. Der zweite hat gehabt, Super-Ultra-LED. Ich habe gedacht, brauche ich das? Der dritte kommt Super-Ultra-LED und dann hat er was Neues gehabt, LSD ist gestanden. Hat. Der LSD. Das gibt es beim Fernsehen jetzt auch schon, oder witzig, vielleicht damit das Programmvertrag irgendwie, weiß ich nicht. Also, dass ich da im TV-Media lese, auch heute 20.15 Uhr Schlager nach der Volksmusik, na, ich schaue jetzt LSD dazu. Also das. Aber kennen Sie dieses Geschäft mit so viel Vielfalt, dass man Angst hat, dass man das Falsche nimmt, dass man gar keins, gar nichts. Ich bin rausgegangen, war dann beim Flohmarkt, haben wir da einen 30 Jahre alten Röhrenfernseher gekauft. Der steht jetzt jeden Abend in meinem 20 Jahre alten Philips-Fernseher und wenn ich beide einschalte, denke ich mir, der Philips hat schon super blöd. Also das. Man muss sich zur Zufriedenheit zwingen. Vielfalt wird uns als Vorteil verkauft, ist aber ganz selten einer. Bäckereivitrinen, haben Sie mal gemessen, in den 80er Jahren war eine Bäckereivitrinenlänge 5 Meter lang. 5 Meter war die durchschnittsösterreichische Bäckereivitrine. Heute sind wir bei 14 Meter. Das haben Sie gemessen. 14 Meter. Meine größte Angst ist, wenn ich bei so einer modernen Bäckerei, bei so einem umbauten Ströck oder so reinkomme, Schiebetür geht auf und drei Verkäuferinnen begrüßen mich. Was wünschen Sie? Was wünschen Sie? Ich denke mir, 14 Meter Backware. Ich denke mir, auf die wünschen mir eigentlich nur 5 Kunden, die vor mir stehen, damit ich mich von hinten heimlich umschauen kann. Also. Ich wünsche mir echt Zeit. Ich schreie oft nach vorn, zweite Kasse schließen.
Die haben auch keinen Namen mehr für Backwaren. Die haben keine mehr. Die sind die Namen ausgegangen. Die sind schon weggenommen. Ich meine, da denkst du, was ist denn da? Zum Beispiel Fitnesssportkerne gibt es beim Stolk. Ein Fitnesssport. Ich meine, da gibt es ja schon Kunden, die interpretieren das. Die sagen, naja, heute verzichte ich aufs Joggen und frisst das Weckerl da. Das ist. Und dazu kriege ich bitte einen Pilates-Nussstrudel. Ja. Ja, teilweise haben sie echt einen Vogel, oder? Bei Merkur gibt es ja seit Jahren ein Aborigines-Weckerl. Aborigines! Man will, wie muss beim Merkur im Marketing koksen, dass dir das einfällt. Ich meine. Das ist im Rahmen einer schamanischen Reise entstanden. Also das ist. Teilweise genierst du ja. Manchmal schäme ich mich richtig für Namen, für Sachen, die dort in der Vitrine. Wissen Sie, in St. Pöltmeiner Bäckerei vor kurzem im Februar ist. Ich zitiere, das ist dort, das ist nicht so, das ist wortwörtlich. Frisch gepuderte Krapfen. Entschuldigung. Man, das kannst du nicht hinschreiben. Man, das ist ja. Da wird zu verkaufen, ich meine, das geht mit gar nichts an. Also das ist ja. Auch ein Krapfen hat ein Privatleben. Was der nach 18 Uhr mit dem Kornspitz macht. Also das. Gut. Heben wir wieder das Niveau. Ist nicht schwer, wir sind ganz unten. Also es ist. Aber nein, Moment. Was ich Ihnen. Was ich eigentlich damit nur erzählen will, ist, dass man heutzutage durch diese Vielfalt oft optisch erkennt, was man will, aber man weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Bei Bäckereivitrinen zeigt sich das Problem so oft. Man bestellt dann irgendwelche Weckern, die einem attraktiv erscheinen, mit dem Finger und mit der Nasenspitze an der Vitrine und bestellt so reduktionistisch. Ich sage dann zur Verkäuferin, ich krieg bitte vom Wecker das da, bei dem da, ja, über dem da. Ich sage Ihnen eins, der Neandertaler hat das Mammut eloquenter bestellt. Also da bin ich mal. Wissen Sie, was die Verkäuferin zu mir gesagt hat? Meinen Sie das da oder das da? Die weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Die ist ja überfordert. Nicht das da, Sie schauen falsch. Das da bei dem da. Das da. Ich meine, vielleicht ist es zu viel. Lass das weg. Da bei da. Ich habe es die auch weggelassen. Geben Sie mir Semmel, oder? Es ist vielleicht. Es wird nichts mehr. Vielfalt, Vielfalt ist so selten. Auch in Partnerschaft. Wir sind verunsichert, alle in der Partnerschaft, glaube ich, durch die Vielfalt. Es nehmen ja auf dem Planeten 8 Milliarden Menschen. Das ist ja schon interessant. 4 Milliarden Frauen, 4 Milliarden Männer, plus, minus ein paar. So, und heutzutage, was soll sie gehen? Du könntest ja mit jedem in Kontakt treten, über das Internet, über Facebook, Twitter und so, anmelden und so weiter. Und du kannst überall hinfahren, kannst überall hinfliegen. Ja, zu jedem Menschen könntest du eigentlich Kontakt. Könntest. Und das ist schon ein Gedanke, findet der ja nicht unerheblich. Also ich kann mir vorstellen, eine Frau so nach 20 Ehejahren liegt einmal im Bett in der Nacht und denkt über das Leben nach, wie es gerade läuft. Und dann kommt ihr der Gedanke, dass sie denkt, naja, in meinem Leben gab es rein theoretisch 4 Milliarden Beziehungsoptionen. Also 4 Milliarden potenzielle Männer, mit denen ich glücklich sein könnte. Und von den 4 Milliarden Möglichkeiten ist der da gerade neben mir liegt, der Jackpot. Also sagen wir es vorsichtig, das glaubst nicht jede Nacht. Also. Da gibt's Nächte, da zieht der Nebel des Zweifels durchs Gehirn. Musst du denken, solange er schläft, schon auf Barship noch. Ja? Ich schau nur. Ja, es ist so, es ist in Partnerschaft auf der Tabuthema. Jeder glaubt, er irgendwann während einer Beziehung, er hätte was Besseres verdient. Ja? Manchmal stimmt's. Manchmal nur für den anderen. Das weißt du halt nicht. Und zu diesem sockelschlechten Gewissen, dass wir in dem einen offiziellen Leben das Falsche führen, kommt noch das eingeredete schlechte Gewissen. Es gibt ja immer mehr Menschen beruflich, die dir ein schlechtes Gewissen machen, obwohl du das gar nicht spürst. Ich war vor kurzem beim Drogeriemarkt, war eigentlich gut aufgelegt, kommt eine Beraterin auf mich zu und wissen Sie, was sie zu mir gesagt hat? Sie hat gesagt, Herr Eckel, Sie haben eine müde Haut. Ich habe gesagt, was habe ich? Eine müde Haut haben Sie. Ich habe gesagt, das ist logisch. Ich glaube, ich bin die faule Sau, die Haut ist das Problem. Da habe ich zu ihr gesagt, beweg dich, komm, was wir erreicht hätten, wenn du ein bisschen aktiver wärst.
Und die Beraterin sagt, sie haben aber auch kraftloses Haar. Ich sag, das passt gut zu müden Haut. Also die haben sich abgesprochen, sind gemeinsam im Burnout. Ja. Machen jetzt ein Sabbatical. Das ist alles eine Diagnose. Jedes Defizit, was wir Menschen haben, ist gleich eine Diagnose. Zum Beispiel, ich weiß von mir, ich bin eigentlich ein ehrgeiziger Mensch, aber ich bringe es nie in die Umsetzung. Also da, ich wollte und dann passiert null. Null. Ich habe mich mit dem arrangiert, aber heutzutage ist es eine Diagnose. In der Psychologie, in der modernen, wissen Sie, wie man solche Leute nennt, das habe ich nicht gewusst. Transfleißige. Transfleißige. Ich bin ein Leistungsschwein gefangen im Körper von einem Faulpelz. Also es ist erschütternd. Alles eine Diagnose. Auch die Diagnose Bewegungsmangel, die ist 20 Jahre gibt es Bewegungsmangel, deswegen da hängt der Industrie dran. Es werden ja jedes Jahr in Österreich 30.000 Fitnessgeräte gekauft wegen der Diagnose Bewegungsmangel. Stepper, Ergometer, Laufbänder, die kaufst du hochmotiviert im Sportgeschäft, bringst es aus, passt auf. Nach 4 Wochen spätestens schüttest du es um zum Wäscheständer. Es ist immer der gleiche bei jedem Kauf eines Laufbands. Es ist ja die entscheidende Frage, wie viele Hemden passen drauf. Ja, es ist ja alles andere ist nebensächlich. Das weiß man. Wegen der Diagnose Bewegungsmangel werden jedes Jahr auf Amazon, haben Sie das gelesen, 20.000 Hanteln gekauft. 20.000 Hanteln. Wieso tun wir das? Wollen wir einen Postler ärgern? Das ist der Einzige, der trainiert ist. Das ist der Postler. Der hat schon so einen Körper, der kommt durch einen Türstock durch, der bleibt da hängen. Da muss ich die Garage aufmachen. Außerdem, der bringt es mit dem Moped. Der bringt Hanteln mit, der fährt mit dem Willi durch die Gegend, weil er hinten. Aber irgendwann dieses bearbeitete schlechte Gewissen von der Wirtschaft, dieser Riesenindustrie mittlerweile hängt an dem, dass du dich schlecht fühlst, ja? Und das ist eine asymmetrische Kriegsführung, sagt man. Das finde ich so schön, die Formulierung. Irgendwann, man kann sie nicht mehr wehren und dann schleppt dich der schlechtes Gewissen ins Sportgeschäft. Du kaufst dir da Jogging-Schuhe um 160 Euro, gleich die teuersten, in der stillen Hoffnung, dass die Bock um den Preis von selber rennen. Ja? Und du warst ja bei Jogging schon um 160 Euro. Du warst ja schon an der Kasse, wenn du in dich reinhörst. Du warst schon beim Zollen. Das sind jetzt 80 Euro pro Lauf. Dann stehen sie im Keller neben dem Wäscheständer. Es ist so traurig irgendwie. Wissen Sie, was mich traurig macht? In einer schönen Zeit, es gibt ja kaum einen besseren Zeitpunkt zu leben als 2018 in Österreich. Eigentlich ist ein Lotto 6er mit Zusatzzahl. Aber anstatt, dass man das genießen darf, muss man dauernd irgendwann, nein, man muss nichts, aber man sollte dauernd was. Warum kann man nicht genießen? Dauernd sollte ich was als moderner Mensch. Ich sollte so viel. Ich sollte mir um meine müde Haut kümmern, ums kraftlose Haar. Ich sollte ökologisch einkaufen, Bio essen, beim Elektroschrott aufpassen. Ich sollte mich politisch engagieren, Sozialprojekt unterstützen, mein Englisch auffrischen, Klavierstunden nehmen, den Dachboden ausräumen, den Keller zusammenkehren, den Rasenmäher reparieren, den Gartenzaun streichen, über die Pensionsvorsorge nachdenken, zur gesunden Untersuchung gehen, mit meiner Frau nach so vielen Ehejahren wieder mal einen Abend zu zweit verbringen. Kennen Sie das Gefühl? Mein Leben kommt mir gelegentlich vor wie ein riesiger Hornbach. Es gibt immer was zu tun. Das Leben ist echt eine endlos lange To-Do-Liste. Ich glaube, auf meinem Grabstein wird mir stehen, das war halt noch offen. Natürlich, ja, der Mensch kann immer sich was vornehmen und so. Aber es ist nicht so leicht in der Umsetzung halt. Ne? Ich habe zum Beispiel vor kurzem von mir eine 20 Jahre alte Silvester-Vorsatzliste gefunden. Da müssen wir jetzt nochmal durchgehen, bis deppert und da keinem einzigen Punkt könnt ihr Hackerl machen. Ich meine, ich glaube, die werden meinen Kindern färben und drunter schreiben, vielleicht schafft ihr das. Ich meine, es ist gut, ihr habt die vom Opa gekriegt. Ihr habt die vom Opa. Da sind noch schwierige Punkte offen. Also Stalingrad einnehmen zum Beispiel. Ich habe noch keinen Plan, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht mit der Blasmusik, dass wir noch einmal dem Russen einen Tinnitus ins Ohr musizieren. Aber das ist ja dieses Spannende, oder? Diese Widersprüche, die wir haben. Sie merken irgendwie, ich bin nicht so ein tagespolitischer Kabarettist. Mich interessiert es eigentlich nicht, was der Kurz sagt, was der Kern sagt, was der Strache sagt. Das ist so alltags... Ich weiß nicht. Das geht ja oft an unserer Wirklichkeit so vorbei, denke ich mal. Wissen Sie, was mich viel mehr interessiert? Die Konflikte, die wir Menschen in uns tragen. Dieses Problem und dieser Konflikt zwischen der wollte sein im Leben als Mensch. Der wollte sein und der bin ich jetzt. Und das Interessante ist, die zwei, die kennen Sie oft nicht einmal vom Sehen.
und die muss zusammenbringen, die muss zusammendrucken. Das geht ja nur mit Selbstbetrug plus Alkohol. Muss so zusammen. Widersprüche aus. Man hat so viele. Ich glaube zum Beispiel, ich lese so gerne Nachrichten, ich habe Zeitungen abonniert und schaue immer ZIP2 zum Beispiel. Ich glaube, Information ist Vorsprung. Das Interessante ist, ich merke mir null. Null. Ich schaue jeden Tag ZIP2. Meine Frau schaut nie. Die fragt mich manchmal um 11, du sag mal kurz, was gibt es denn Neues in der Welt? Und das ist so schockierend. Eine halbe Stunde nach dem Nachrichtenkonsum, Information ist Vorsprung, wie viel da zwischen den Synapsen noch hängen bleibt. Es ist elendig wenig. Ich denke dann immer scharf nach und sage meiner Frau, das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, wir verabschieden von den Zuschauern auf Dreisat. Also das aber wegen dem brauchst du nicht aufbleiben. Also das ist ein obwohl, ist ein wunderschöner Satz für den Weltuntergang. Der letzte Satz der Menschheit. Wir verabschieden von den Zuschauern auf Dreisat. Also einen letzten Satz hätten wir schon. Naja, Widersprüche. Das ist halt so. Muss man. Gut, wir leben in Österreich. Österreich ist das Paradies der Widersprüchlichkeit. Ja, wir haben ja durch diese Kleinteiligkeit, das taugt man in Österreich. Österreich, haben Sie das gewusst, ist das einzige Land auf der Welt mit 9 verschiedenen Bienenschutzgesetzen. 9. Ich habe das recherchiert. Ganz Südamerika hat ein Bienenschutzgesetz. Und wir haben 9. Und wir sind dann auch kleiner. Manchmal denke ich mir, ist das ein visionärer Zugang vom österreichischen Landeshauptmann zur Biene. Vielleicht ist das, also man, vielleicht ist das ein Thema. Wenn eine Kärntner Biene rüber in die Steiermark fliegt, vielleicht ob der Grenze ist die verwirrt. Also die denkt sich, boah, also da ist alles anders. Also der Imker riecht nach Kernel und die Bienenkönigin summt nicht, die böt. Also das ist ja. Wir haben in Österreich 9 Fischereigesetze, 9 Jagdgesetze, wir haben in Österreich 9 Feuergesetze. Wieso eigentlich? Wieso ist das Feuer im Burgenland anders als das im Vorarlberg? Man, ist es ein Thema, wenn die Binkerfelder Feuerwehr in Dornbirn vor einem brennenden Haus steht, dass die sagt, das ist ein Hochwasser, das ist ein Hochwasser. Na, den brauchst du nicht googeln, das sehe ich. Pumpt man Keller aus, dann schauen wir weiter. Ha? Wir haben in Österreich, Wahnsinn, wir haben 9 Bauordnungen, wir haben 9 Taxiverordnungen. 9. Haben Sie das gewusst? Das ist echt interessant. Wir haben, es gibt eine Verordnung, du darfst in Wien als Taxifahrer während der Fahrt eine Jogginghose tragen. Ist wirklich geregelt. In Niederösterreich darfst du das nicht. Das ist wahr. Also wenn Sie mal von Wien nach Niederösterreich mit dem Taxi fahren, sind Sie nicht besser, wenn Sie der Taxi an der Grenze umzieht. Er muss. Der Föderalismus zwingt ihn. Das ist so absurd. Mittlerweile wissen Sie, was ich glaube? Die Geburt des Menschen ist Erfindung aus Österreich. Das haben wir erfunden. Die dauert 9 Monate, das kann kein Zufall sein. Also, haben die Landeshauptleute ausgeschnupst, da bin ich mir sicher. Du wuchst für jedes Bundesland einen Monat in der Fruchtblase. Aber Widersprüche muss man aushalten. Auch Ängste, wir haben alle Ängste, wir haben ganz viele Ängste, alles widersprüchlich. Zum Beispiel, wenn man weiß, aus vielen Studien, das finde ich immer wieder faszinierend, die Kinder in Australien, das weiß man, haben weniger Angst vor dem weißen Hai als die Kinder in Österreich. Schon interessant, weil man muss ehrlich sein, die Wahrscheinlichkeit, dass da im Great Barrier Reef ein weißer Hai entgegenkommt, ist schon höher als im Ossacher See. Es ist höher. Ein bisschen. Aber, also, falls der Ossacher See eine Dreiecksflosse entgegenkommt, dann ist wahrscheinlich ein übergewichtiger Vater, der sich völlig falsch eingeschätzt hat fürs Kindersurfbrett. Und aufgrund seiner Fehlberechnung um nicht mehr Zipfel ausschaut, aus dem See. Aber der ist nicht gefährlich, also für sich selber schon. Aber gut, den scheidet ja auch die Evolution mit guten Argumenten aus. Ne? Den werden wir aber im Gamepool nicht vermissen. Aber warum ist das so? Das ist ja das Spannende, warum? Das weiß die Gefahrenforschung. Die Gefahrenforschung hat herausgefunden, das ist deswegen so, weil die Kinder in Australien wachsen in der Nähe vom weißen Hai auf. Das ist ja spannend bei Gefahren. Je näher eine Gefahr im Leben oft kommt bei uns Menschen, umso kleiner wird die Angst. Das ist recht interessant. Deswegen haben australische Kinder angeblich sehr viel Angst vor solcher Volksmusik. Die kennen es nicht. Ne? Da sage ich mir als Therapie, man, vielleicht sollte mir der Andreas Gabalier in Sydney am Hauptplatz ein Konzert geben, damit die Kinder dort merken, es tut vielleicht weh, aber es ist nicht tödlich. Der will nur spülen. Ja, sehr schön. So, ich mache jetzt noch eine Zugabe, egal ob es wollen oder nicht. Ich habe was vorbereitet. Übrigens nach der Zugabe sage ich gleich, ich gehe jetzt nicht weg, komm wieder, ich kenne dort hinten niemanden. Also es ist. Wenn ich weg bin, bin ich fort. Musik.
Skifahren, wow, 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 Skifahren. Jetzt haben sie Angst gekriegt, jetzt haben sie Angst gekriegt. Danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.